Jo, meine Freunde, was geht ab und herzliches Willkommen zu einem neuen Reaction-Video auf diesem Channel. Und zwar reagieren wir heute auf Leute, auf einzigartige Menschen, denen ein Körperteil fehlt. Ich bin sehr gespannt, was einem fehlen kann. Ich hoffe natürlich, dass es jetzt nicht so außergewöhnlich ist, wie ihr wisst schon, oder... Ja, okay, wir reden uns nicht in Rage. Abonniert den Channel unbedingt, gar kostenlos. Lasst doch gerne eine neue Empfehlung da und wir starten direkt rein. Schaut doch gerne auf TikTok vorbei. Wir zeigen euch heute 8 einzigartige Menschen mit fehlenden Körperteilen. Mit dabei sind Menschen, die trotz extremer Lebensumstände ein zufriedenes Leben führen und Patienten, die als echt... Gerade das ist ja schön, oder? Gerade sowas ist schön, wenn man dann trotzdem einen Partner findet und vielleicht sogar, ich meine, wenn es jetzt nicht davon abhängig ist, aber Kinder bekommen kann und so weiter. Das ist einfach nur cool. Dem medizinische Wunder gelten. Außerdem verraten wir euch, wer sich freiwillig verschiedene Körperteile entfernen ließ und was ihn genau dazu getrieben hat. Es wird also sehr interessant, oh ja. Deshalb bleibt dran, hier bei Wissenswert. Ach und schreibt uns an der Stelle doch gerne mal in die Kommentare, welchen Teil eures Körpers ihr besonders mögt. Wir sind gespannt. Meine Hand. Beginnen wir unsere Liste mit einem Mann, der wirklich herzlos war. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Er hatte kein Herz? Ist das möglich? Kann man dann überhaupt ohne Maschinen oder irgendwas leben? Oder gibt es ein künstliches Herz? Gottes. Denn Craig Lewis aus den USA war der erste Mensch, der komplett ohne Herz und damit auch ohne Herzschlag überlebt hat. Aber wie war das überhaupt möglich? Das ist eine Craig sehr gute Lewis Frage. Aus Texas litt an einer Krankheit namens Amyloidose, einer Erkrankung, bei der sich abnorm veränderte Proteine zwischen den Zellen einlagern und den ganzen Körper befallen können. Lewis' Herz war bereits befallen und er wusste, dass er die Krankheit nicht überleben würde. Auch sein behandelnder Arzt am Texas Heart Institute in Houston sah nur noch eine Möglichkeit. Im Jahr 2011 entnahm er das Herz des 55-Jährigen und setzte ihm stattdessen eine selbstgebaute Maschine ein. Das künstliche Herz... Oh mein Gott, oh mein Gott. Das kann nur schlecht ausgehen. Das heißt... Er hatte dann, keine Ahnung, die Chancen waren wahrscheinlich nicht mal bei 50. Der hat sich dann, das ist echt sehr gewagt. Aber da war schon wahrscheinlich ziemlich akut. Alter, er hat sich wirklich ein selbstgebautes Teil anstatt sein Herz einbauen lassen. Das ist schon sehr gewagt. Herz wurde zuvor erfolgreich an über 70 Kälbern getestet und ließ das Blut nicht pulsieren, sondern wirbelte es in einem kontinuierlichen Fluss durch den Körper. Und tatsächlich erholte sich Craig Lewis schnell von seinen Strapazen. Am Abend nach seiner OP arbeitete er bereits wieder an seinem Computer und er gewöhnte sich allmählich daran, dass er statt eines Herzschlages nun ein Summen in seinem Körper hörte. Auch das EKG zeigte bei ihm lediglich eine flache Linie an. Nach 5 Wochen mit dem einzigartigen Kunstherzen schloss Craig Lewis allerdings für immer seine Augen. Er verstarb jedoch nicht an dem Gerät in seiner Brust, sondern an der Amyloidose, die bereits seine anderen Organe befallen hat. Das ist schade. Ach Mann, da hast du das überlebt und dann stirbst du nur 5 Wochen danach. Das ist echt schlimm. Also wirklich, das ist verdammt traurig. Kommen wir jetzt zu der US-Amerikanerin Tina Earls. Die junge Mutter bekam im Jahr 2014 die niederschmetternde Diagnose Nasenkrebs. Ha, sag ich ja, eine Riesennase. Okay. Alle Therapien schlugen fehl und der Krebs bedrohte sogar ihr Augenlicht. Auch ihr Gehirn und ihre Speiseröhre waren in Gefahr und die junge Frau musste eine extreme Entscheidung treffen. Sie ließ sich ihre Nase entfernen, auch wenn sie zu dem Zeitpunkt der Operation nicht wusste, ob sie je wieder in der Lage sein würde, etwas riechen zu können. Ich will es nicht sehen, glaube ich. Sie hat auch so eine riesen Nase. Deswegen, und ich dachte mir schon, das ist nach einer künstlichen Nase. Operation fiel Tina Earls dann zunächst in ein tiefes Loch. Sie hatte Angst, wie ihre Kinder reagieren würden und auch die Blicke der Passanten verletzten sie sehr. Nach einem halben Jahr bekam sie schließlich eine Nasenprothese, doch auch die brachte ihr Selbstbewusstsein nicht. Oh mein Gott, guck ich das an. Oh mein Gott, genau vor solchen Blicken hat sie wahrscheinlich Angst, aber mir macht das verdammt. Oh, das ist echt, das ist, du musst dich auf jeden Fall mal wahrscheinlich dran gewöhnen. Aber Halleluja, ist das sieht für den ersten Blick mal echt strange aus, wenn du so eine Frau triffst. Zurück. Es fühlte sich wie ein Fremdkörper an und nach 2 Jahren hatte sie endlich den Mut, sich auch ohne Nase in der Öffentlichkeit zu zeigen.
Heute fühlt sie sich nach eigenen Aussagen endlich wieder schön und ist stolz auf das, was sie erreicht hat. Dazu hat sie auch überlebt. Sie möchte auch ein Vorbild für andere Menschen sein, die nicht den klassischen Schönheitsidealen entsprechen. Es tut mir leid, ich will natürlich nicht respektlos sein oder so, aber für sie so verdammt schlimm aus, wirklich. Also, mir macht sowas, das ist echt ekelhaft. Also das, sorry, no front oder so, aber ich hasse so, das ist... Für mein Auge, da fehlt was. Oder das ist falsch. Versteht ihr? Beweist sie, dass jeder Mensch das schön ist. Natürlich so. Jeder Mensch kommen schön. Wir zur Nummer 6. Blutet Christian Buckenen aus den USA ist ein fröhlicher, 8-jähriger Junge, der es liebt, zu lachen, Witze zu erzählen oder mit seinem kleinen Bruder zu spielen. Doch der Schüler aus Texas wurde ohne Augen geboren und kam mit der seltenen Fehlbildung Tessier Gesichtsspalte mit Mikrophthalmie zur Welt. Von dieser Fehlbildung sind in der Medizingeschichte gerade einmal 60 Fälle bekannt. Christian musste aufgrund seiner speziellen Krankheit schon 7 Wiederaufbauoperationen über sich ergehen lassen und ist seit seinem 4. Lebenstag auf eine Magensonde angewiesen. Das ist ja ganz schlimm. Trotz all dieser Hindernisse führt der Schüler ein erfülltes Leben. Er lernt die Blindenschrift zu lesen, geht zum Karate-Training und lernt sogar Geige zu spielen. Deswegen das linke Auge. Dennoch ist er immer wieder Anfeindungen und... Das ist natürlich echt... Ich meine, der Kleine kann nichts führen und dann Anfeindungen und so weiter. Das gehört sich nicht. Das ist... fiesen Hänseleien ausgesetzt. Auch viele Erwachsene gehen ihm aus dem Weg oder machen unangebrachte Bemerkungen. Christian leidet darunter natürlich sehr. Aus diesem Grund hat seine Mutter den Schritt in die Öffentlichkeit gewagt, denn sie möchte mehr Akzeptanz, Verständnis und Respekt für Menschen also, mit einer Behinderung schaffen. Eine komplett normale Weiter Krankheit, geht es mit der 36-jährigen Tiffany Geigel. Die junge Frau aus den USA kam mit dem Jarkolegien-Syndrom zur Welt, einer Skelettfehlbildung, die dafür sorgt, dass Tiffany gerade einmal 120 cm groß ist drauf, und oder? Keinen Hals hat. Außerdem sind ihre Rippen und die Wirbel extrem verformt und ihre das Organe ja voll konnten strange, sich nicht richtig entwickeln. Trotzdem hielt Tiffany Geigel immer an ihren Träumen fest und besuchte schon im Alter von gerade einmal 3 Jahren eine Ballettschule. Aber gerade aktuell, da ist natürlich das gefragt. Wenn du etwas Außergewöhnliches bist oder hast, ist das gefragter wie ein Model, das makellos ist. Heute hat sie ihr Hobby zum Beruf gemacht und unterrichtet selbst an einer Tanzschule und steht sogar am Broadway auf der Bühne. Selbst Fernsehauftritte hat Tiffany schon absolviert und eine eigene Biografie verfasst. Auch auf Instagram ist die 36-Jährige übrigens sehr aktiv und sie will beweisen, dass jeder Mensch seine Träume verwirklichen kann. Kommen wir zur Nummer 4. Henry Gustav Molaison oder auch Patient HM ist ein absolutes medizinisches Wunder, denn er war der Mann ohne Gehirn. Auch. Oder besser gesagt, der Mann ohne Hippocampus und Amygdala. Das sind die Teile des limbischen Systems, die unter anderem für die Überführung von Gedächtnisinhalten aus dem Kurzzeit- in das Langzeitgedächtnis zuständig sind. Schuld an seinem Zustand war eine Operation im Jahre 1953. Okay. Molaison litt damals an heftigen epileptischen Anfällen und diese sollten durch eine Operation... Der Arzt hat sich dann damals einfach gedacht, ich schneide den einfach mal so viel wie möglich aus dem Hirn raus, also... ...operation, bei der Teile seines Gehirns entfernt wurden, geheilt werden. Und tatsächlich gelang es seinem Arzt, die Anfälle zu stoppen, aber der junge Mann litt danach an schwerer anterograder Amnesie. Nichts mehr, alles das vergessen. Bedeutet, dass Molaison keine neuen Ereignisse mehr in seinem Langzeitgedächtnis speichern konnte und alles, was länger als 30 Sekunden zurücklag, sofort wieder vergaß. An Ereignisse aus seinem Leben vor der OP konnte er sich jedoch gut erinnern und erlebte somit quasi immer in der Vergangenheit. Auch die Fähigkeit, neue motorische Dinge und Fähigkeiten zu erlernen, verlor Molaison nicht. Stattdessen lernte er auch nach seiner Operation noch Golf zu spielen und wurde darin immer besser. Er konnte sich allerdings nie an seine vorherigen Spiele erinnern und ging dahin... Das ist so mad, wirklich, das ist... Nein, das ist Galgenhumor, aber das ist so traurig. Keine Ahnung, holt Rekord um Rekord da wahrscheinlich beim Tennis, beim Golfen... Und er weiß ja nicht mal, wie viel das letzte Mal geschossen hat oder so. Das ist einfach verdammt scheiße, wirklich. Das ist, ich meine, ich weiß nicht, was sich dieser Arzt da damals gedacht hat, dieser Idiot. Aber, ach Mann,
Er steht davon aus, dass er ein Naturtalent sei. Molaison lebte seit seinem 54. Lebensjahr in einem Pflegeheim und bis zu seinem Versterben im Jahr 2008 nahm er immer wieder an Studien teil. Bis heute profitieren Menschen mit Hirnerkrankungen von den Erkenntnissen, die dank Molaisons Krankheitsgeschichte gewonnen wurden. Weiter geht's mit Lunge, Paul oder? Alexander aus den USA, Lunge. Der besser bekannt ist als der Mann mit der eisernen Lunge. Der 75-Jährige erkrankte 1952 im Alter von nur 6 Jahren an der heimtückischen Krankheit Polio, an der vor allem Kinder erkranken. Er war von nun an vom Hals abwärts gelähmt und konnte nicht mehr atmen. Deshalb war seine einzige Chance ein Gerät mit dem Namen Eiserne Lunge. Seit diesem Tag, vor 69 Jahren, verbringt Paul so gut wie jeden Moment seines Lebens in dieser Maschine. Sie ist das Einzige, was ihn am Leben hält, denn die eiserne Lunge erzeugt um den Brustkorb des Patienten einen Unterdruck und saugt auf diese Weise Luft in die Lunge. Da Paul allerdings ein echter Kämpfer ist, war Aufgeben für ihn nie eine Option. Stattdessen studierte er Jura, wurde ein angesehener Anwalt und reiste mit seiner eisernen Lunge sogar um die halbe Welt. Der 75-Jährige macht sich dafür stark, dass Kinder weiterhin gegen das Poliovirus geimpft werden. Er schrieb sogar ein Buch und ist stolz auf das. Es sieht verdammt ekelhaft aus, das Teil, und aus einer anderen Zeit. Aber das ist ein Wahnsinn, was dieser Mann für einen Willen hat. Sein Kopf ist auf jeden Fall sehr rot, aber es ist wirklich ein Wahnsinn, was dieser Mann, jeder würde seinen Lebenswillen aufgeben, wenn er nur noch liegen könnte und in so einer ekelhaften Maschine drin sein müsste, aber er gibt nicht auf und ist einfach seit 70 Jahren in diesem Teil drin. Das ist bewundernswert. Das, was er trotz aller Widrigkeiten in seinem Leben erreicht hat. Kommen wir nun zu dem US-Amerikaner Dallas Weans. Der heute 36-Jährige erlitt im Alter von gerade einmal 23 Jahren bei einem Arbeitsunfall schwerste Verbrennungen im Gesicht. Bei Malerarbeiten an einer Kirche kam er aus Versehen an eine Hochspannungsleitung. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert und verlor bei dem Unfall seine Augen, seine Nase und seine Lippen. Nach etlichen Operationen bestand sein Gesicht schließlich dann nur noch aus verpflanzter Haut und er wurde weltweit bekannt als der Mann ohne Gesicht. Weans kehrte zwar zu seiner Familie zurück, doch der damals 23-Jährige traute sich nicht mehr in die Öffentlichkeit und lebte sehr isoliert. Im März 2011 nahm sein Leben dann allerdings eine andere Wendung. In einer 15-stündigen Operation und mit der Hilfe von 30 Ärzten wurde dem jungen Mann das Gesicht eines Spenders transplantiert. Damit. Wie stelle ich mir einen Mann vor, der ein Gesicht gespendet bekommen hat? Der ist dann gestorben wahrscheinlich, oder? Weil ich meine, er sagt ja nicht so, ich will nicht mehr leben, nehmt mein Gesicht. Der hat das Gesicht von einem Toten bekommen. War Weans der erste US-Amerikaner, an dem eine komplette Gesichtstransplantation durchgeführt wurde. Es war die erste derartige Operation in den USA und die dritte der Welt. Hat doch wieder Augen? Bereits 2 Monate später zeigte sich der junge Mann dann auch in der Öffentlichkeit. Und sein Leben nahm noch eine andere unerwartete Wendung. In einer Selbsthilfegruppe für Opfer von schweren Verbrennungen lernte er nämlich seine Partnerin Jamie kennen, die er 2013 heiratete. Heute lebt das Paar gemeinsam mit Weans Tochter sowie 2 weiteren Kindern zusammen in Texas und sie haben sogar eine eigene Stiftung gegründet. Während alle in unserer Liste unfreiwillig mit ihrem Schicksal umgehen müssen, verzichtet der Mann auf unserer Nummer 1 freiwillig auf Teile seines Körpers. Eric Ramirez aus Kolumbien. Lass mich raten. Rippe? Oder er hat Löcher irgendwie, habe ich auch schon gesehen, dass der Löcher im Mund drin hat, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Kolumbien hat nämlich einen skurrilen Wunsch. Der 25-Jährige möchte aussehen wie ein lebendes Skelett. Dafür veränderte er seinen Körper nicht nur durch Tätowierungen, Piercings und Implantate. Er ging sogar noch einen Schritt weiter und ließ sich freiwillig seine Ohren und sogar einen Teil seiner Nase entfernen. Angeblich sei er schon als Kind von Schädeln fasziniert gewesen. Nachdem dann aber seine Mutter früh verstarb, begann seine extreme körperliche Transformation. So ließ sich Calaca Skull, wie sich der Kolumbianer heute nennt, die untere Hälfte seiner Nase sowie seine Ohren operativ entfernen.
Zuvor hatte sich der Körperkünstler die Augen und Augenhöhlen schwarz tätowieren lassen. Obwohl der 25-Jährige mit seinem Aussehen natürlich extrem provoziert, will Ramirez allerdings nicht auf sein Äußeres reduziert werden. Im Gegenteil, operative Eingriffe am Körper seien für ihn persönliche Entscheidungen und sollten nicht verurteilt werden. Für ihn sei schließlich mit den Operationen ein Traum in Erfüllung gegangen und er habe weitere Eingriffe geplant, um seine Verwandlung in einen lebenden Schädel abzuschließen. Dass viele dafür kein Verständnis zeigen und sein Aussehen sie eher abschreckt, stört ihn allerdings nicht. Gerade. Und das war's mit unserem Video. Gerade in Kolumbien oder so, da ist das wahrscheinlich noch viel größer, der Körperkult, wie oder noch da fällst du noch mehr auf, weil er die irgendwie... ja, nicht so viel drauf halten. In Amerika oder in Los Angeles oder so würde der wahrscheinlich nicht so hardcore fallen. Ja, das Schlimmste finde ich auf jeden Fall ist der Junge, der keine Augen hat und dann noch auch dafür gehänselt wird. Was ist eure Meinung? Wer ist für euch das Schlimmste oder besser gesagt, wer hat das schlimmste Schicksal? Abonniert den Channel gern für mehr Reactions, aber auch später kommt oder vorhin kam schon Breaking Point, also schaut auch keiner vorbei. Bis dahin, danke fürs Zugucken und ciao.